Frau Roro. CO2-Gesetz, klar, ja. Wir sind auf zu grossem Fuß unterwegs gewesen, und es gibt sicher einzelne Menschen, die haben keinen grossen Fußabdruck. Es reicht aber nicht, dass wir jeden Einzelnen an der Überzeugung schafft, sondern wir müssen wirklich als Gesellschaft daran schrauben. Und wenn ein Flieger nach Berlin günstiger ist als der Zug nach Zürich, dann machen wir etwas falsch. Und wenn mir gesagt wird, wir müssen Menschen überzeugen, dann passiert das automatisch. Wir sind, glaube ich, alle davon überzeugt, dass tiefe Geschwindigkeiten im Strassenverkehr den Schwächsten helfen. Dennoch müssen wir Geschwindigkeit reglementieren. Und darum braucht es auch ein klares Ja zum CO2-Gesetz. Herr Steiner, Ergänzungen zu der Frau Rohrer oder gar Abgrenzungen? Also Ergänzung ist gerade das Stichwort. Es ist schon so viel gesagt worden, dass ich eigentlich gar nicht so viel sagen wollte. Ich bedauere, dass ich am Freitag, jetzt am 21., wo ja Klimastreiktag ist, dort Aktion Rheinfeld am Nachmittag nicht teilnehmen kann, weil ich leider schon lange beruflich etwas auswärts abgemacht habe. Aber sonst wäre ich da dabei. Wird wahrscheinlich noch ein paar Gelegenheiten geben. Genau, das hoffe ich.